Ja, da hinten läuft der Trehan drum. Das war jetzt den Stein einfach wer. Wow, das war ein schöner Crit. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich könnte gerade in eine Sackgasse laufen und einfach den Trehan töten. Ah, das ist so schön am Open World. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oh, noch ein Heilpilz. So, hier wäre jetzt ein perfekter Durchgang. Hier versteckt sich diesmal kein Triant drin, nein. Ah, hier ist auch sonst nichts drin. Hier ist eine offene Lichtung, wo wir ein bisschen was zusammenschlagen können. Eine Halskette, Frostbite Necklet. Nein, du überrascht mich nicht, während ich hier mit dem Necklet rumhantiere. Critical. Au. Die sind ja richtig garstig teilweise, merke ich gerade. So, jetzt aber. Wow. Wow. So. So. Und da hinten sehe ich noch einen durch die Bäume durch, aber der kommt zum Glück noch nicht zu uns ran. Ah. Und ich bin wieder halber tot. Also ja, ich könnte mich hier durch die Büsche hacken, aber hier hinter dem Busch ist nichts. Oh, eine Sandmove-West. Die müsste leichte Armor sein. Gibt mir nur aber nur einen mehr Protection im Augenblick. Bringt mir also nichts. Ich glaube, ich raste hier mal kurz. So. Oh, und es wird Nacht. Mal wieder. Da hinten sehe ich auf jeden Fall wieder Ruinen leuchten. Ansonsten sehe ich hier schon mal nichts. Fackel in die Hand ist besser, glaube ich. Bei der Wald ist ja doch etwas dunkler. Und hier sieht es aus, als ob es da zu dem Treant geht. Oder da. Oh nein, 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 das ist nicht so toll. Zwei von der Sorte wollte ich eigentlich jetzt nicht haben. Ich würde dich gerne eigentlich anzünden. Aber das geht wahrscheinlich nicht so gut. Kurz gucken, wo ich hinlaufe. Wo? Ja, ich merke, ich spiele auf schwierig. So, erster ist schon mal down. So, mit dem zweiten können wir dann das Hütchenspiel spielen. Genau das nämlich. Wow, ja. Au, oder er spielt's mit uns. Okay, sie haben wirklich etwas an der KI gedreht bis zum seit dem ersten Teil. So. Okay, ich müsste eigentlich gleich noch mal rasten, aber jetzt gucke ich mich wenigstens hier erstmal fertig um. Also gerade hier an der Stelle. Wo mich gerade der zweite Treant überrascht hat. Also hier waren wir schon mal. Hier ist noch so ein Heilpilz. Okay, Heiltränke sind gesichert. Da wird es lang gehen und da wird es lang gehen. Hier ist einfach bloß wieder ein Sack mit einem Heiler.
Poison Bolt. Wow. Und was zu essen. Ah ja. Kommt mal zu dir. Gut. Die könnten alle mal was zu essen vertragen, sehe ich gerade. Also gebe ich jedem mal was Leckeres. Eben nicht. Er ist noch ziemlich gut beisammen. Er könnte den hier essen. So. Dann raste ich mal kurz hier. So. Es ist immer noch Nacht. Da ist noch so ein essbarer Pilz. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da geht es nicht weiter und mir fehlt ein Stein. Mal wieder. Den habe ich wahrscheinlich irgendwo hier verdattelt. Genau. Dankeschön. Dann würde ich sagen, geht's hier mal weiter. Ah, hallo. So. Au, du haust eigentlich ganz gut zu, Junge. Das muss man dir schon lassen. So. Aber ich hau auch gut zu. Da liegt auf jeden Fall was versteckt. Pellets mal wieder. Und ein Dungeon. Ja. Fackel habe ich ja noch an, zum Glück. Und ich höre hier Sachen rumlaufen. Okay, hier kann ich mir jetzt. Ah ja. Das ist auch so eine besondere Form von Open World. Man sieht die anderen Dungeons. Die Dungeons sind also alles eine Ebene. Genauso wie hier der Wald hier dran grenzt. Okay. Wie jeder gute Grimworks-Spieler checke ich jetzt erstmal die Falltür. Ah, Knochenbruch. Fubu. Wie heilt man das? Durch Rasten? Seine sind nicht mehr gebrochen. Ihre schon. Reduce Movement Speed and Maximal Load. Feed Injury. Wie heilt man Injuries? Keine Ahnung. Was brauchen wir nicht mehr? Du hast sicherlich was in der Kiste, was wir nicht mehr brauchen. Den Ast zum Beispiel. Eine neue Fackel. Ja, man merkt, wir sind sehr langsam. Ach, das ist immer unterschiedlich, wer sich was. Sch. Heilige Scheiße. Meine alten Freunde im neuen Gewand. Und dann auch noch viel schneller, als sie früher mal waren. Ah, ich habe mich einkesseln lassen. Nicht so gut. Trink was. Okay, trinken heilt. Also auch Wunden. Nicht so gut. Du darfst ballern. Wow. Wurfdolche.
Eine Axt. Ist eine Heavy Weapon. Okay. Puh, 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 puh. Das heißt, du kriegst jetzt auch mal gleich einen Heiltrank. Ich stelle mal einfach ein paar mehr davon her. Ja. Heiltränke. Kriegst du mal einen für deine Verletzung? Du kriegst noch einen, dann habt ihr jeweils jeder zwei. Gut. Das heißt, du kannst schon mal wieder deine Pfeile haben. Und in dem Raum da war gerade der Ritter, genau. Tattered Cloak, das ist ein Evasion-Ding. Jupp. Das kriegt mal meine Waldläuferin. Das passt am besten zu ihr. Fackel brennt langsam aus. Ist auch kein Problem. Es wäre mir lieb gewesen, wenn der Typ sein Schild da gelassen hätte. Hat er vielleicht auch. Nein. Hier ist nichts zu sehen. Nein, hat er nicht. Ich habe nur sein Dings bekommen. Ja, Gil. Ah. Secret. Wow. Muss das sein? Muss sowas echt sein? Au, der macht echt gut Schaden. Und ist verdammt schnell. Jammt. Wow. Okay, er kann zur Seite schlagen, aber nur zu seiner Axtseite. Wow. Scheibenhonig. Jetzt muss ich gucken, ob sie Erfahrungspunkte überhaupt kriegt. Ah, ich ziehe mich mal zurück. Dezenter Rückzug. Ich habe nämlich zwei tote Main-Chars. Ja, die zwei toten Frontkämpfer. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Deswegen ziehe ich mich jetzt mal dezent zurück zum blauen Kristall. Und wehe, den hat jetzt da einer weggeräumt. Nein, er ist noch da. Okay. Das ist garstig. Wie jetzt? Ah, ich dachte schon. LP005. Gut, Leute, ich würde mal sagen, bevor ich jetzt wieder da runtergehe, gibt es für den Anfang erst einmal einen Cut. Die Fackel kurz wegwerfen. Naja, die muss ich nachher eben nochmal wegwerfen. Oder kann ich einfach speichern, wenn er aus ist? Nein, ich kann nur speichern, wenn ich ihn benutzen kann. Okay. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel bis jetzt soweit. Mir macht es irre viel Spaß, auch wenn es sehr, sehr hektisch ist auf schwer. Aber ich wollte es so, also muss ich damit leben. Und ich muss dran denken, dass ich hier unten einen zweiten Waffenslot habe. Also kommen da erstmal die Wurfwaffen rein. So. Okay, wie auch immer, bis gleich.